So I can put it all together in a sentence. I don't know if I can do that, but I will try. Okay, also uns ist gesagt worden, am besten fangen wir nochmal von vorne an, weil diese Störung da war von Anfang an. Aber ist eigentlich nicht nötig. Ich habe ja nur ein bisschen Geschichten erzählt. Und ich möchte es mal zusammenfassen, eigentlich in einem Satz. When we seek God, we have the feeling that we lose the other things. Wenn wir Gott suchen, wenn wir ihn an erste Stelle setzen, dann haben wir oft diese Furcht, dass wir alles andere aufgeben müssen. Because we are not in control. Weil wir das jetzt nicht mehr in der Hand haben. But in fact, we forget that God really loves us. Aber wir vergessen dabei, dass Gott uns doch liebt. And he wants our happiness more than we want the happiness of our children. Er möchte, dass wir glücklich sind, mehr als dass wir unsere eigenen Kinder glücklich sehen möchten. And only when we seek him, he knows the proper way to not only grow us and save us, but care for us too. Und nur wenn wir ihn suchen, dann hat er nicht nur die besten Wege, wie wir geistlich wachsen können, wie er uns retten kann, sondern auch, wie es uns am besten ergehen wird. I'm gonna give you a quick story before we start the sermon. Bevor ich jetzt in die Predigt gehe, werde ich euch eine kurze Geschichte erzählen. When I was young, 100 years ago, als ich noch jung war, also vor etwa 100 Jahren, in that time I was in Romania. Da war ich mal in Rumänien, also in der Zeit lebte ich in Rumänien. It was very hard to be admitted in the university, in college. Es war damals sehr schwer, Zugang zu finden oder Zulassung zur Universität oder zum College. Students would take 2, 3, 4 years of tutoring and pay teachers to help them pass the exam. Die Aufnahmeprüfungen waren so schwierig, dass die meisten Studenten 2, 3, 4 Jahre lang sich speziell mit Lehrern darauf vorbereitet haben. And very few did pass it. Und trotzdem haben nur wenige es bestanden. There were thousands of students competing for 1, 2, 3 openings. Da waren vielleicht 2, 3, 4 Stellen, freie Stellen, Studienplätze, und es gab 1000 Studenten, die das haben wollten. When I went to Construction University, there were 976 students competing for 10 openings. In your Construction University, 976 students competing for 10 openings. Zum Beispiel in dem Studiengang, da ging es um Konstruktion, vielleicht weiß ich nicht genau. Bauwesen, ja, genau, danke schön. Da gab es 976 Studenten und 10 Studienplätze. And so it didn't matter if you were good. Also Anwärter. It didn't matter if you got an A, if you were good. Und es spielte gar keine Rolle, ob du jetzt gut bist, ob du eine tolle Zensur hattest. You had to be among the top 10 because there were only 10 openings. If you're the 11th one, you are out. Da waren ja nur 10 Plätze, du musstest unter diesen Leuten sein. Wenn du Nummer 11 warst, konntest du toll sein und trotzdem warst du draußen. So I was admitted as the 4th among top 10. Und ich war der 4. unter diesen Top 10. And after I got in the school. Also nachdem ich dann das Studium begonnen hatte. We in that time had school on Saturdays. In dieser Zeit war auch Vorlesung am Sabbat. But I didn't go to school on Saturdays. Aber am Sabbat bin ich nicht in die Schule gegangen. And so they called me and they said, in this country, and it was during communism, they said, in this country there is no God. Und sie haben mich dann angerufen und haben gesagt, das war ja zu kommunistischen Zeiten, in diesem Land gibt es keinen Gott. You either choose school or you choose church. You cannot have both. Also entweder sie entscheiden sich für das Studium oder für ihre Kirche, beides geht nicht. And if you continue to miss Saturdays, we will expel you from the school with no right to ever register again in any school for the rest of your life. Und wenn sie am Sabbat weiter nicht kommen, dann werden wir sie rausschmeißen von der Schule und dann werden wir dafür sorgen, dass sie nie wieder für den Rest ihres Lebens Zugang haben zu einem Studium. What would you choose, school or God? Wie hättet ihr euch entschieden, Studium oder Gott? It's not easy, you know. It's easy to tell the story. It's not easy to go through the trial. Das ist gar nicht so einfach. Wisst ihr, wenn man das im Nachhinein erzählen kann als Geschichte, ist das schön, aber wenn man drinsteckt, ist es schwer. Oh, Moses was in the wilderness 40 years. Ja, Mose war 40 Jahre in der Wüste. That's easy for you, not for him. Das ist leicht für dich, aber für ihn nicht. Joseph was in prison 7 years.
Josef war 7 Jahre im Gefängnis. That's easy for you, not for him. Leicht zu hören, aber schwer für ihn. You know the story. He didn't read the Bible. He didn't know the story. Wir kennen ja die Geschichte und wissen, wie es ausging, aber er wusste es damals nicht. He didn't know if you'll get out of prison after 7 years. Er wusste auch nicht, dass er nach 7 Jahren rauskommt. He didn't know if you'll become the prime minister of Egypt ever. Didn't cross his mind. Und er hat natürlich auch nie den entferntesten Gedanken daran gehabt, dass er mal Vizeminister oder Ministerpräsident werden würde. He had to give it all up. He had to give up everything. Er musste alles aufgeben. He had to be broken. Er musste zerbrechen. And only after he gave up freedom and life and everything. Und nur nachdem er aufgegeben hatte, kamen das Leben und Frieden und alles andere. God was able to use him. Und dann konnte Gott ihn gebrauchen. If he was not transformed, he would have hated his brothers for what they did to him. Wäre er nicht verwandelt worden, dann hätte er doch seine Brüder gehasst, die ihm das angetan hatten. God cannot use you before we are broken and transformed and become like Jesus. Gott kann uns erst gebrauchen, wenn wir uns zerbrechen lassen und verwandelt werden und wie Jesus werden. And we look for the results without the brokenness experience. Aber wir möchten gerne die tollen Ergebnisse haben, ohne diese Erfahrung des Zerbrechens zu machen. If God told you build an ark, would you do it if you're Noah? Würde Gott euch beauftragen, bau eine Arche, würdest du es tun an Noahs Stelle? We need to have such a strong relationship with God to be ready to surrender everything, to fully give up everything. Unsere Beziehung mit Gott muss so stark sein, dass wir bereit sind, für ihn alles aufzugeben, alles zu übergeben. To the point that if God says build an ark, you build an ark. So weit, dass wenn Gott zu uns sagen würde, bau eine Arche, wir es tun würden. You don't come and Lord, it's gonna take 100 years. Come on, it's gonna take 100 years to build it. Und das ist ja keine Kleinigkeit, sowas, ja, das dauert 100 Jahre, bevor so ein Schiff entsteht. It doesn't make sense. There is no logic in building an ark. There is no rain. What is rain? Ja, man könnte auch sagen, das macht doch keinen Sinn, diese ganze Zeit und überhaupt Regen, was ist das eigentlich? God cannot use somebody that is based on human logics or human power. Gott kann niemanden gebrauchen, der sich auf seinen Verstand und auf seine menschliche Logik verlässt. If you want results, you need first to learn to depend on God. Wenn ihr wirklich Ergebnisse wollt, dann müssen wir erst lernen, uns auf Gott zu verlassen. Und das muss so weit gehen, dass wir, was immer er uns sagt, bereit sind zu tun, auch wenn wir es nicht verstehen. What you understand is science. What you don't understand and trust in the Lord is faith. Wenn du etwas verstehst, dann ist es Wissenschaft. Aber wenn du es nicht mehr verstehen kannst und dem Herrn vertraust, ist es Glaube. We depend so much on our wisdom and plans that we are not willing to surrender. Wir verlassen uns so sehr auf unsere Weisheit und unsere Pläne, dass wir gar nicht bereit sind, das aus der Hand zu geben. And that's the reason God allows trials to teach us lessons that we need in order to grow and be used. Und deswegen lässt Gott Probleme in unserem Leben zu, damit wir wachsen, damit wir lernen, ihm zu vertrauen. So back to the school. I had to choose between school and church. Also zurück zu meinem Studium. Ich musste mich also jetzt entscheiden zwischen der Schule und der Kirche. And so I called my dad and I said, hey, what should I do? Go to school and lose church or go to church and lose school? Und also habe ich mit meinem Vater gesprochen, habe gesagt, was soll ich jetzt machen? Soll ich mich für die Gemeinde entscheiden, dann kann ich nicht mehr studieren, oder das Studium, dann verliere ich die Gemeinde. He said to me, do you love God? Und er fragte mich, liebst du Gott? I said yes. Ich sagte ja. With all your heart. Von ganzem Herzen? Yes. Ja. More than anything else. Mehr als alles andere? Yes. Ja. Okay, you got your answer. Bye. Okay, das ist deine Antwort. Tschüss. Hey, why would you hang up on me? Why would you hang up on me? The telephone. Warum legst du einfach auf? I call him back. Stop hanging up. Just listen. Ich habe ihn wieder angerufen und habe gesagt, hör auf, den Hörer aufzulegen. Hör mir zu. I don't know what to do. Should I go to school on Sabbath or now? Verstehst du, ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich jetzt in die Gemeinde gehen oder zum Studium? He said, son, I'm listening. You are not listening. Und er sagte zu mir, mein Sohn, sag mir nicht, dass ich nicht zuhöre. Du hast mir nicht zugehört. Do you love Jesus? Liebst du Jesus? Yes. Ja. More than anything else. Mehr als alles andere. Yes. Ja. Okay, then you have your answer. Bye. Okay, dann hast du auch deine Antwort. Tschüss. Oh, I got really angry. I called him again. Oh, ich war so wütend. Ich habe ihn nochmal angerufen. I said, you don't answer. Should I go to school or not? Ich habe ihm gesagt, das ist keine Antwort. Soll ich jetzt das Studium weitermachen oder nicht? And I said, son, you have a problem. Und er sagte, mein Sohn, du hast ein Problem. You you separate all things in life. Du trennst alles feinsäuberlich im Leben. And they kind of go together. Aber das gehört connected. Aber das gehört irgendwie zusammen. Das ist verbunden.
Nothing happens by chance. Es passiert nichts einfach zufällig. God allows it for a reason. Gott lässt das zu aus einem Grund. So you say that you love God. Also wenn du sagst, dass du Gott liebst, more than anything, mehr als alles andere, more than school, mehr als dein Studium, but you wonder what to do. Aber du weißt nicht, was du tun sollst. And he said, whatever comes before God, that's your God. Er sagte mir, wenn dir irgendetwas wichtiger ist als Gott, dann ist das dein Gott. So you choose who you worship. Deswegen entscheide dich jetzt, wen du dienen möchtest. Because if you put anything else before God, that's what you worship. Denn wenn dir irgendetwas wichtiger ist als Gott, dann ist das, was du anbetest. And I said, but I'm losing school. Und ich sagte ihm, ja, aber ich verliere meine Schule. So well, then you love school more than God. Sagt er, naja, dann and liebst that's du okay. Eben, it's your choice. Dann liebst du eben die Schule mehr als Gott und natürlich, das ist deine Entscheidung. Oh no, I love God, but can I have both? Nein, ich liebe Gott schon am meisten, aber kann ich nicht beides haben? That's what we ask, don't we? So sind oft unsere Fragen, oder? Can we have both? Können wir beides haben? And my father said, you look too much for things. Und mein Vater sagte, die Dinge sind dir zu wichtig. And you'll never have anything. Aber du hast nichts. Neither God nor things. Du hast weder die Dinge, noch hast du Gott. You need to give it up. Du musst es aufgeben. And you need to look for God. Und du musst nach Gott suchen. And remember that he has the power to give you what you need, even more than what you ask. Und denk daran, er hat die Macht, dir alles zu geben, was du brauchst, mehr als du bittest. And decide to trust in him. Entscheide dich für das Vertrauen. And then he said to me something very big. Und dann sagte er mir etwas sehr Wichtiges. He said to me, when you seek God more than anything else. Er sagte mir, wenn du Gott mehr suchst als alles andere, then you will understand that God will give you things, but not for you. Dann wirst du verstehen, dass Gott dir Dinge gibt, aber nicht für dich. Then finally, God will give you things that you could bless others. Sondern am Ende wird Gott dir Dinge geben, damit du anderen zum Segen bist. And as you bless others, you will finally be happy. Und wenn du für andere das einsetzt, dann wirst du glücklich. As long as you seek a blessing for self, you will never be blessed. Solange du den Segen für dich selbst suchst, wirst du das nicht bekommen. Only when you learn to be a blessing for others, you will be fulfilled and happy. Nur wenn du lernst, für andere ein Segen zu sein, wirst du Erfüllung und Glück finden. And then he said to me, und dann sagte er mir, he said to me very careful. He said, you need to learn to trust God at any price. Er sagte mir, und er hat das genau betont, du musst lernen, Gott zu vertrauen, koste es, was es wolle. And not worry about the other things. Und dir um nichts anderes Sorgen zu machen. You need to put your eyes on God. Not on the other things. Du musst auf Gott schauen, nicht auf irgendwelche Dinge. And then he said to me, and he was really kind of making fun of me. Und dann sagte er zu mir und er machte sich da etwas lustig über mich. He said, are you a Christian of forms, or you want to be a real Christian? Er sagte, bist du ein Christ unter Druck? Drängt man dich dazu oder möchtest du ein echter Christ sein? So I'm asking you, are you a Christian of forms, or you want to be a real Christian? Und die Frage stelle ich euch. Lasst ihr euch in das Christsein reindrücken von irgendetwas oder wollt ihr echte Christen sein? After he told me that, I had a lot to think about. Und nach diesem Gespräch hatte ich eine Menge zum Nachdenken. 3 days I was praying that God would save my education. 3 Tage lang habe ich darum gebetet, dass Gott mir das Studium erhält. That night I prayed a different prayer. Aber an diesem Abend betete ich neu. I said, Lord, sagte, I'm not very happy to give up my education. Ich sagte, Herr, es ist für mich nicht besonders schön. Ich mache sehr ungern, dass ich meine Bildung aufgebe. Be a real Christian. Aber hilf mir, ein echter Christ zu sein. Help me make Christianity about you, not about things. Hilf mir, dass mein Glaubensleben, mein Christenleben sich nicht um Dinge dreht, sondern um dich. Help me to make you a priority. Hilf mir, dass du meine Nummer 1 wirst. And then trust that you'll do whatever is right. Und dass ich dir vertraue, dass was immer du mir gibst und tust, das Richtige ist. You see, Abraham gave up his son. Wisst ihr, Abraham hat seinen Sohn aufgegeben. But God didn't take his son. Aber Gott hat seinen Sohn gar nicht genommen. He didn't lose his son. Er hat seinen Sohn nicht verloren. When we give up, we feel that we lose, but we don't lose. When we give up, we are afraid that we lose, but we don't lose. Das ist so, wenn wir etwas aufgeben, dann denken wir immer, jetzt habe ich es für immer verloren, aber wir verlieren es gar nicht. Our religion is based on sacrifice. Unser Glaube basiert auf Opfern. But not our sacrifice, it's based on Jesus' sacrifice. Aber nicht unser Opfer, sondern das Opfer Jesu. He is the one
who sacrificed, not you. Er ist derjenige, der geopfert hat, nicht du. And we feel that we need to do this and that and give up this and that to be saved. Aber wir haben oft das Gefühl, ich muss dies aufgeben und jenes, damit ich gerettet werden kann. It's not based on what you do. Aber es geht nicht darum, was du tust. It's based on what he did. Es ist gestützt, gegründet auf das, was er tat. We put our eyes on things instead of putting our eyes on God. Und unsere Augen sind oft auf Sachen and und nicht auf Gott. Because we don't know God, we don't trust and we are afraid. Und weil wir Gott nicht so kennen, fehlt uns das Vertrauen und wir haben Angst. Yeah, what if we lose job? Ja, was ist, wenn ich meinen Job verliere? What if we lose life? Was, wenn ich mein Leben verliere? That's lack of trust. Das ist ein Vertrauensmangel. And so I prayed, God, give me the strength to make you a priority at any price. Und deswegen habe ich darum gebetet, dass Gott mir die Kraft gibt, dass er meine Nummer eins ist, um jeden Preis. 3 nights I prayed that God would save my education and never got peace, never got answers. 3 Abende lang habe ich darum gebetet, dass Gott mir das Studium erhält und nie bekam ich eine Antwort oder inneren Frieden. Now when I surrendered school, instantly I had peace. Und jetzt, als ich mein Studium ihm ausgeliefert hatte, hatte ich auf der Stelle Frieden. I don't know, it has never happened to me before that time, but I sensed God's presence in the room. Ich weiß nicht, ich hatte das noch nie so erlebt bis dahin, aber ich fühlte die Gegenwart Gottes im Raum. And I was afraid to open my eyes. I was afraid that I see him and I die. Und ich hatte Angst, meine Augen aufzumachen, weil ich dachte, jetzt sehe ich ihn vor mir. And I stopped praying. Und ich hörte auf zu beten. I had a feeling that what can I say because he knows everything. Denn ich hatte irgendwie das Gefühl, was kann ich jetzt noch zufügen? Er weiß ja alles. What can I tell him that he doesn't know? Was kann ich ihm jetzt noch sagen, was er nicht schon weiß? And I was just quiet. Ich war einfach still. And I said, I don't know what you'll do. Und ich sagte ihm, ich weiß nicht, was du tun wirst. But I trust in you. Aber ich vertraue dir. And whatever you do, I accept it. Und was immer du tun wirst, ich akzeptiere es. I went to the school. Ich ging zur Schule. It was Thursday morning. Es war Donnerstag früh. And the secretary says to me, Pavel, you need to come to school. Und die Sekretärin sagte zu mir, Pavel, du musst zur Schule kommen. If you don't come Saturday, that's your last day of school. Wenn du nicht am Samstag kommst, dann ist vorbei. Nobody can save you from a communist government. Vor dieser kommunistischen Regierung kann einen niemand retten. And I said, lady, you don't know my God. Und ich sagte zu ihr, Lady, du kennst nicht meinen Gott. My God has power. Mein Gott ist mächtig. He can move mountains. Er kann Berge bewegen. He can resurrect the dead. Und er kann die Toten auferwecken. My God can say, let there be light, and pff, there is light. Mein Gott sagt, es werde Licht, und Licht ist da. My God can say to the storm, be still, and pff, mein Gott kann zu dem Sturm sagen, sei still, und es ist Ruhe. My God saved 3 young men from the fiery furnace. Mein Gott hat 3 Männer aus einem feurigen Ofen gerettet. If he wants to save my school, he can do it. Und wenn er mir das Studium retten will, kann er es tun. And if he says no, then I don't need education. Und wenn er das nicht tut, wenn er sagt nein, dann brauche ich dieses Studium nicht. And she said, you are crazy and sick. Und sie sagte, du bist ja verrückt und krank. There is no God. Es gibt keinen Gott. Have you seen him? Hast du ihn schon mal gesehen? Even if he is there. Selbst wenn er da wäre. He doesn't care for your life. Er kümmert sich nicht um dein Leben. And I looked to her, I said, I'm sorry, but you don't know God. Und ich schaute sie an und sagte, es tut mir leid, aber sie wissen nichts von Gott. And then I called my dad. Und da rief ich meinen Vater an. And I told him, I prayed the way you said, and I have peace. Und ich habe ihm gesagt, ich habe so gebetet, wie du gesagt hast, und jetzt habe ich Frieden. And my father said, and you think this is the end of the story? Und mein Vater sagte, glaubst du, dass die Geschichte jetzt vorbei ist? This is just the beginning. Jetzt fängt es gerade erst an. I said, what do you mean? Ich sagte, was meinst du? Well, you gave up, you surrendered, good. Ja, naja, du hast aufgegeben, du hast es. Now you don't pray for yourself, good. Aus der Hand gegeben, du betest jetzt nicht mehr für dich, gut. Now it's time to pray for others. Jetzt fang an, für andere zu beten. He said, pray that those people who know God through you. Will? Pray for those people, those okay. Communists. Fang an, für diese Leute zu beten, für die Kommunisten. He said, you are not there by chance. God put you in that school not because you need an education. He will take care of you. He put you in that school so those people have a chance. Er sagte zu mir, Gott hat dich nicht zufällig in diese Schule gebracht, nicht damit du eine Bildung bekommst. Da kann er sich so drum kümmern. Gott möchte, dass du für diese Leute dort da bist. So I prayed for them. Also fing ich an, für sie zu beten. I said, God, do whatever you want to me, but show them that there is a God. Und ich habe gesagt, Gott, tu mir, was immer du möchtest, aber zeig ihnen, dass du lebst. And then Friday morning I went to the school. Und dann Freitag früh ging ich zur Schule. And the lady comes to me, and she is blue, yellow, red. Dann kommt diese Dame zu mir und sie ist blau und gelb. Und like the Romanian flag, you know? Und rot, like so, wie die flag. So wie die rumänische Flagge. And I said, are you sick?
Und ich sagte, sind Sie krank? And she said, no. She says, I want you to be honest. Do you know Ceausescu, the president? Und sie sagte, Sie müssen jetzt ganz ehrlich sein, oder du. Kennst du Ceausescu, den Präsidenten? I said, yeah, I see him on the TV every day. Ich sagte, ja, der ist ja jedes... No. Are you friends? Jeden Tag im Fernsehen. Ich sagte, und sie sagte, nein, das meine ich nicht. Sind Sie befreundet? Are you crazy? Who can go close to that guy? Und ich sagte, sind Sie verrückt? Wer kann diesem Menschen nahe kommen? So you don't know him? Also, Sie kennen ihn nicht? No. Nein. Do you know anybody in the government? Kennst du irgendjemanden in der Regierung? I said no. Ich sagte nein. All that I know about government, when I don't have money to buy flowers for my wife, there are roses in front of the government, I just take one for free. Also das Einzige, was ich mit der Regierung zu tun habe, ist, dass wenn ich ins Geschäft gehe und es gibt keine Rosen zu kaufen für meine Frau, dann gehe ich zum Regierungsgebäude und da pflücke ich mir die Rosen. That's all the government I know. Das ist alles, was ich von der Regierung weiß. And she said, well, there is a God. Und sie sagte, es gibt einen Gott. She said, there is a God. Es gibt einen Gott, sagte And sie. And I said, I know, I told you. Und sie, ich sagte, ja, das weiß ich doch, habe ich Ihnen why gesagt. Do you say that? Warum sagen Sie das? She said, you don't know what happened. Sie sagte, du weißt nicht, was passiert ist. No, I don't know what happened. Sagte, nein, ich weiß nicht, was passiert ist. Well, Ceausescu spoke on the TV today. Sie hat gesagt, Ceausescu hat heute im Fernsehen eine Ansprache gehalten. He speaks every day. What's different? Und ich sagte, nein, das macht er doch jeden Tag. Well, you don't know what he said. I said, no, I don't Nein, know aber du weißt nicht, was er gesagt hat. Nein. He gave a law. He said, to save the economy from today on, we close all schools, so there will be no more electricity or heating used in the schools. Und er hat gesagt, um die Wirtschaft zu retten, werden wir von heute, von diesem Tag an, alle Schulen schließen, damit nicht mehr Energie für die Heizung verbraucht wird. In the whole country, he closed that Friday all the schools. An diesem Freitag wurden im gesamten Land die Schulen geschlossen. Starting that week, there was never school on Saturday again. Und seit diesem Freitag gab es nie mehr an einem Samstag Studium oder Schulunterricht. And she said to me, if this law came next week, you would have been out. If this law came next week, you would have been out. Und sie sagte zu mir, wäre dieses Gesetz eine Woche später gekommen, wärst du geflogen. And I said in my heart. Und ich sagte in meinem Herzen. You never lose anything when you honor God. Du verlierst nie etwas, wenn du Gott die Ehre gibst. God honors those who honor him. Gott ehrt diejenigen, die ihm die Ehre geben. You just have a feeling that you lose. Man hat nur das Gefühl, dass man verliert. Because you don't know God. Weil wir Gott nicht kennen. And you need to spend time not so much asking for help, but more asking to know God. Und wir müssen mehr Zeit darauf verwenden, nicht, dass wir um Hilfe bitten für irgendwas, sondern dass wir Gott kennenlernen. Because religion is not all these forms. You go to church, you eat broccoli, that's not religion. Denn es geht im Glauben nicht um all diese Formen, dass man Brokkoli isst und in den Gottesdienst geht. It's good to go to church, it's good to eat healthy, it's good to keep Sabbath. Das sind alles gute Sachen, die Gemeinde, der Sabbat, Gesundheit. But Pharisees did the same. Aber das haben die Pharisäer auch getan. Religion is when you have a real God in your life, that people can see that. Glauben bedeutet, dass du einen echten, einen realen Gott in deinem Leben hast und die anderen können das sehen. Anyway, I said I will give you the sermon and I give you a story. So, I'm gonna give you an example. My father had a friend. Ich möchte euch ein Beispiel dafür geben. Mein Vater hatte einen Freund. The friend's name was Benjamin. Der Freund hieß Benjamin. And my father and his friend used to do canvassing to give books to people. Und mein Vater und sein Freund haben zusammen eine Buchevangelisation gemacht. And he would tell his friend again and again, stop trying to solve your problems in your own wisdom or power. Und er hat seinem Freund immer wieder gesagt, versuch nicht deine Probleme in deiner eigenen Kraft und Weisheit zu lösen. The more you solve, the more in trouble you get. Denn je mehr du das versuchst, desto schlimmer wird nur alles. You need to understand that God goes before you and he fights your battles. If you seek him instead of seeking help. Du musst verstehen, wenn du Gott suchst, statt einfach nur Hilfe für deine Probleme, dann geht er dir voran, er wird deine Schlachten schlagen. I said, well, but if I don't seek help, what am I gonna do? Und er sagte, ja, aber wenn ich diese Hilfe gar nicht bekomme und nicht sehen kann, was mache ich dann? And my father would say to him, you always seek help and you always need help. Und mein Vater sagte zu ihm, naja, du suchst immer die Hilfe, du willst Hilfe und du brauchst Hilfe, aber du kriegst es nicht. When you get God, that's when you get the blessings because they come along with him. Aber wenn Gott zu dir kommt, dann bekommst du auch den Segen, denn das kommt zusammen. He comes with solutions better than what you pray or think about. Und er hat Lösungen, auf die Idee kommst du gar nicht, dafür betest du gar nicht. And they are talking. Und so haben sie geredet. And walking through a village. Und sie waren unterwegs, liefen zu einem Dorf. And they gave books to people.
Sie haben die Bücher angeboten den Menschen. They wanted to leave that location and go to the next one. Sie haben die Bücher ausgeteilt und dann wollten sie von dort zum nächsten Ort. But it was against the law to have or to give Bibles. Aber es war gegen das Gesetz, dass man Bibeln besitzt oder sie weitergibt. My father used to bring from former Yugoslavia Bibles into Romania. Mein Vater hat immer vom ehemaligen Jugoslawien Bibeln nach Rumänien gebracht. He welded another bottom to the van. Er hat einen doppelten Boden auf seinem, in seinem LKW, in seinem Van. And between the two floors, he would hide the Bibles. Installiert und in diesem Zwischenraum hatte die Bibeln transportiert. And so many times at the border, the soldiers would check everything in the car, but they never thought that the floor is thick. Und er ist so oft kontrolliert worden, die Soldaten haben alles auf den Kopf gestellt und untersucht bei seinem Auto, aber sie haben nie bemerkt, dass der Boden ziemlich dick war. They looked in the car, they looked under, but they never thought that the Bibles are between the two floors. Sie haben innen im Auto alles untersucht und auch unter den Boden, aber nie dazwischen. And my father had Bibles and they went together and gave them to the whole village. Mein Vater hat also diese Bibeln und zusammen gingen sie und haben das ausgeteilt im Dorf. And as they left, the police was waiting for them as you would exit the village. Und als sie gerade herausgehen wollten aus dem Dorf, da wartete die Polizei auf sie. If they were caught, they would have been arrested and beaten, really beaten and imprisoned maybe for the rest of their life. Und sie dachten, oh, jetzt werden wir verhaftet und den Rest unseres Lebens verbringen wir im Gefängnis und werden dort geschlagen. And Benjamin started, what am I gonna do? I lose my freedom. They're gonna kill me. Oh, what am I gonna do? Und der Benjamin, der Freund, sagte, oh, was machen wir jetzt? Ich verliere jetzt meine Freiheit und was machen wir? And my father said, and if you die, what's the problem? Mein Vater sagte, naja, und wenn du stirbst, wo ist das Problem? Nobody is gonna cry too much. Nobody will cry too much. Und da wird niemand zu sehr weinen. My father said, you know, we get born, we live, we die, and the world keeps moving on. Weißt du, wir werden geboren, wir leben, wir sterben wieder, aber die Welt dreht sich weiter. The church will replace you, the job will replace you, family will suffer a little and then that's it. Die Gemeinde wird dich ersetzen, dein Job bekommt jemand anders, deine Familie wird ein bisschen trauern. He said, you are not important, I'm not important. Und das war's dann, wir sind nicht wichtig. So stop crying, if you live great, if you die great, no problem. Also hör auf zu jammern, wenn wir sterben, macht nichts. And he says, why would you say that? I want to live. Und er sagte, warum erzählst du mir sowas? Ich möchte weiterleben. Lord, please save me. Herr, bitte rette mich. And my father looked at him and said, hey man, you need to learn to be a Christian. Und mein Vater sagte ihm, du musst lernen, ein echter Christ zu sein. So my father prayed and said, Lord, if you want us saved, you can do it. Thank you. Mein Vater betete dann und sagt, Herr, wenn du es willst, kannst du uns hier rausbringen. If you want Amen, us in danke. Prison, maybe there are some people in prison who need to learn about you. Put us in prison so we can save those people. Aber wenn du willst, vielleicht gibt es im Gefängnis Leute, die dich kennenlernen müssen, dann bring uns ins Gefängnis. And then he said, if you want us to die, it's gonna be great because it's gonna be a second to resurrection and then we see Jesus. So hey, we win. Und dann sagte er, ja, und wenn wir sterben sollten, wenn du das willst, dann wir können ja nur gewinnen, denn es gibt eine Auferstehung. And Benjamin said, are you crazy? Don't pray that we die. Und Benjamin sagte, bist du verrückt? Das kannst du doch nicht beten. He said, hey, you forget that he decides, not you. Whatever you pray, he still does what he wants. Und er sagte, du, vergiss nicht, dass Gottes Wille geschehen soll. Er entscheidet, was er an Gebeten erhört. If you accept it. Also, it's better if you accept his will. Wir sollten den Willen Gottes besser akzeptieren. Because if not, you put yourself before God. Denn wenn wir das nicht tun, dann hältst du dich für wichtiger als Gott. And then you need to suffer to learn to put God before you. Und dann musst du erst recht leiden, denn dann musst du lernen, dass Gott deine Nummer eins wird. And my father said, Lord, we accept it, we surrender your will, we are happy. Und mein Vater sagte, Herr, wir akzeptieren das, wir übergeben uns dir, dein Wille geschehe, wir sind glücklich. And my father got an idea. He said, you know what? Und dann hatte mein Vater einen Einfall. The police is waiting at the bridge. Er sagte, weißt du was, da hinten wartet die Polizei. But there is another bridge in the forest. Let's go around. Sie wartet dort im nächsten Dorf auf uns, aber es gibt noch ein anderes Dorf da hinten im Wald. They went around. Dann sind sie da lang gegangen. To the forest. Sie gingen also it was an old bridge that was not concrete, it was on two cables moving drumherum und sie mussten dort einen Fluss überqueren, da war eine alte Brücke, die war nicht aus Beton, sondern die war sehr labil. And the gorge, a deep valley, a deep gorge down and the river way down. Und da war eine tiefe Schlucht, ganz unten war ein Fluss. And the bridge had two rotten cables.
Und, rusty. Ja. Und diese Brücke, die hing an zwei verrosteten Kabeln. And the wood boards, they were rotten and some of them broken and missing. Und von den Planken, Holzplanken, da waren einige auch verrottet und einige fehlten. So Benjamin said to my dad, you go first. Also sagte Benjamin zu meinem Vater, du gehst zuerst. My father got on the bridge and started to sing, I'm a son of the king, of the king, of the king, I'm a son of the king, and I sing, you know. He was singing and whistling, he didn't care. Mein Vater ging über diese Brücke und sagte und sang ein Lied, dass ich bin der Sohn eines Königs, ich bin der Sohn eines Königs, und er war guter Dinge. And Benjamin screams, Pavel, stop it! Und Benjamin sagte, Paolo, hör auf! Watch where you put your foot. Schau doch hin, wo du hintrittst. And my father stopped and he says, what? Und mein Vater stoppte und sagte, was ist? And Benjamin says, watch it, watch. Und er sagt, schau doch hin. And my father looked down. Und mein Vater schaute hin. And he was sitting on air. There was no wood. There was nothing under his feet. Uh-huh. Und translated. Und er stand auf der Luft. Da waren keine Holzplanken mehr, da war gar nichts. There were six wood boards missing. Da waren sechs fehlende Planken. So my father looks and he says, oops! Also mein Vater schaute dann und sagt, oops! And Benjamin says, now what can I do? Und Benjamin sagte, was soll ich jetzt machen? My father says, well, you need faith. Und mein Vater sagte, naja, du musst glauben. And Benjamin says, I don't think I can do that. Und Benjamin sagte, das glaube ich nicht, dass ich das schaffe. So he crossed on cable on his hands. Also er hat sich dann an dem Kabel festgehalten mit seinen Händen. And my father said to him, you know, he says in Psalm that he will send his angels and put their palm under your feet. Und mein Vater hat gesagt, naja, er sagt ja in dem Psalmen, dass er seine Engel schicken wird, dass sie dich auf den Füßen tragen, auf Händen. You see, this is what we don't get. Wisst ihr, das verstehen wir so schwer. If God wants you to preserve your life, you will. Wenn Gott dein Leben erhalten möchte, dann wird er das tun. You don't need to focus so much on your life. You need to focus on God. Du brauchst dich nicht so sehr sorgen um dein we Leben. We need to know God. Sorg dich um Gott. Wir müssen we talk Gott about God, but we don't have a kennen. Real God. Wir reden über Gott, aber das ist kein realer Gott. Religion is not what we do, it's who we know. Glauben geht nicht darum, was wir tun, sondern wen wir kennen. We need to go to the sermon. We'll never preach any sermon if we keep telling stories. Aber ich muss jetzt endlich zur Predigt, sonst wird das nie was. Let's go to the sermon. Finally. I could tell you more stories until tomorrow, next week, but vielleicht erzähle ich euch morgen noch ein paar Geschichten. And so I want to talk a little about who should fight our battles. Ich möchte jetzt darüber sprechen, wer schlägt unsere Schlachten. You see, Moses died. Wisst ihr, Moses starb. Joshua was the next leader. Und Josua war sein Nachfolger. Great responsibility. Eine riesige Verantwortung. He was responsible for the whole nation of Israel. Verantwortlich für die gesamte israelitische Nation. Joshua didn't know the story. We know, we read the Bible, we know what happened next. Joshua didn't know what was going to happen tomorrow or next. Wir kennen die Geschichte aus der Bibel, aber Josua stand sozusagen davor und er wusste nicht, was würde jetzt als nächstes passieren. And so God told him, und deswegen, have faith. Und deswegen sagte Gott ihm, be courageous. Sei mutig, hab Glauben. I will be with you. Ich werde mit dir sein. That's the key. I will be with you. That's the key. Und das ist der Schlüssel. Ich werde mit dir sein. But you know, he knew that he has no power to give Israel the promised land. Aber wisst ihr, er war sich bewusst, dass er keine Kraft hatte, Israel ins gelobte Land zu bringen. And God told him, listen carefully. Und Gott sagte ihm, hör genau zu. Sanctify yourself. Heilige dich. For tomorrow I will do great things among you. Denn morgen, oder heiligt euch, denn morgen werde ich Großes unter euch tun. And then God said, tomorrow you'll cross Jordan. Dann sagte er, morgen werdet ihr den Jordan überqueren. But God didn't tell him how to do it. Aber Gott hat ihm nicht verraten, wie das geschehen sollte. Because God sometimes will tell you to do something, preach the gospel in the whole world. Und manchmal sagt Gott uns etwas, gibt einen Auftrag, predigt das Evangelium der ganzen Welt. But he doesn't tell you how to do it. Aber er sagt uns nicht, wie wir das machen sollen. And then we try to devise a plan to do God's work. Und dann versuchen wir, diese Aufgabe zu erfüllen, indem wir einen Plan uns ausdenken. It doesn't make any sense. Aber das macht keinen Sinn. You cannot do a plan to do God's work. You need God's plan for God's work. Du kannst nicht mit deinen Plänen das Werk Gottes tun. Es müssen Gottes Pläne sein. But Joshua knew God enough.
Aber Josua kannte Gott so gut. He knew that if God gives him a command, God is going to give him the plan. Dass er wusste, wenn Gott mir eine Aufgabe gibt, dann gibt er mir auch den Plan dazu. So he acted in faith. Also ging er im Glauben voran. Faith is not what you can explain or what you plan. Der Glaube ist nicht, was du planst. Faith is when you trust the Lord regardless if you don't understand. Sondern Glaube bedeutet, dass du Gott bedingungslos vertraust, selbst wenn du es nicht verstehst. So, this is Jordan. Das ist der Jordan. I've been there. Ich war dort. I got in Jordan and the water was up to here. Ich bin in den Jordan rein und das Wasser ging bis hier. And it took me 7 steps. 1 2 3 4 5 6 7 and I crossed Jordan. Und für mich waren das 7 Schritte und dann war ich durch. And they are not big steps, just regular steps. Und das waren ganz normale Schritte, keine großen. It's not a big deal to cross Jordan. Also den Jordan zu durchqueren ist keine große Sache. But twice a year. Aber in April and in October, in the rainy season, Jordan is wide. Zweimal im Jahr, nämlich in der Regensaison, April und Oktober, ist der Jordan sehr breit. Sometimes 1.5 to 2 kilometers wide. Manchmal 1.5 bis zu 2 Kilometern. And it comes so fast from the mountains that you cannot swim. It takes you down. Und die Strömung ist so stark, weil das ganze Wasser von den Bergen kommt, dass man überhaupt nicht stehen kann. Man wird mitgerissen. And it brings trunks of trees from the mountain. Und teilweise sind da ganze Baumstämme von den Bergen, die darin schwimmen. That's the reason he says that the house that was built on the sand, when the waters came, took the house away. Und das ist übrigens auch der Hintergrund dieses Gleichnisses von den zwei Hausbauern, der das auf Sand gebaut hat und das dann weggeschwemmt wurde. The word in Greek is not the house was built on the sand. Im Griechischen heißt das gar nicht, dass das Haus auf Sand gebaut wurde. The word is potamos. The word in Greek is potamos. Ja, sondern potamos ist das griechische Wort. That means dry riverbed. Und das ist eigentlich ein Flussbett, nämlich ein trockenes. The man built his house on the dry riverbed. Das bedeutet, auf dem ausgetrockneten Flussbett hat der When Mann the rain came and the river came, took the house away. Haus gebaut und dann kam der Regen und der Fluss kam zurück und das Haus war weg. In that season when the rain came, Joshua was supposed to cross Jordan. Und es war in dieser Regenzeit, wo Jordan den Auftrag bekam, Joshua den Jordan zu überqueren. Joshua didn't know that Jordan is going to split. Joshua hatte keine Ahnung, dass der Jordan sich teilen würde. Would you imagine to pray that God would split the river for you? Wärt ihr auf die Idee gekommen, darum zu beten, dass Gott den Fluss für euch teilt? If you made the plan, you would plan that you make boats. You buy boats and you cross in boats. Wenn wir einen Plan gemacht hätten, dann hätten wir uns überlegt, wir machen irgendwelche Flöße und Schiffe. And you need money and you follow me? Boote und dann brauchen wir natürlich Geld und so weiter. That's the way we plan. So hätten wir es gemacht. But when you obey God in faith, he has different plans that you don't even imagine. Aber wenn wir im Glauben vorangehen und Gott gehorchen, dann hat er ganz andere Pläne, von denen haben wir keine Ahnung. The Bible says that they are not supposed to go alone. Die Bibel sagt, sie sollten nicht allein gehen, but only in God's presence. Sondern nur mit der Gegenwart Gottes. Real Christians never go alone. Echte Christen gehen niemals allein. They took the Ark of the Covenant, God's presence, sondern with them. Sie nahmen das Zeichen der Gegenwart Gottes, die Bundeslade. It says when the priest put their feet in the water, und wir the lesen, water split left and right. Wir lesen, als die Priester ihre Füße in das Wasser hineintaten, da teilte sich das Wasser. So many times we wait for the problems to disappear in order to believe. So oft warten wir darauf, dass die Probleme sich lösen, bevor wir glauben. Instead of believing before the problems disappear. Statt dass wir glauben, noch bevor die Probleme sich lösen. Faith is not when you see it and then you believe. Faith when you believe before you see it. Glaube bedeutet nicht, dass du etwas siehst und dann vertraust du, sondern du vertraust, bevor du es siehst. They didn't know what God was about to do. Sie hatten keine Ahnung, was Gott jetzt tun würde. But they believed. Sie haben geglaubt. And then what happened? Was geschah? After they crossed Jordan and they were in Canaan territory, als sie über den Jordan waren auf Kanaans Gebiet, close to the walls of Jericho, nah bei der Stadt Jericho, God told him to circumcise them. Da hat Gott ihnen gesagt, die Anweisung gegeben, sich zu beschneiden. That's the worst idea I can think about. Und das ist die schlimmste Idee, die ich mir hätte vorstellen können. You go to war. Wir wollen in den Krieg you are ziehen. Close to the enemy. Und wir befinden uns dicht am Feind. You cross the border into their territory. Wir befinden uns bereits auf Feindesgebiet. And then you circumcise all the men. Und dann lassen sich alle Männer beschneiden. And they are good for nothing for a whole week. Und dann eine Woche lang sind sie zu nichts zu gebrauchen. If the enemy would attack,
They are all dead meat. Hätte der Feind sie angegriffen, dann wären sie alle zu Hackfleisch geworden. When God tells you to do something, it doesn't make any sense. Also manchmal sagt Gott uns Dinge, die machen überhaupt keinen Sinn. In fact, it gets you worse than the situation before. Und man hat das Gefühl, die ganze Situation wird nur noch schlimmer. Because when God's plans go towards fulfillment, they go in the wrong direction. Denn wenn Gottes Plan sich erfüllt, dann sieht es aus, als würde es in die falsche Richtung gehen. He told Joseph, I'm going to put you over your brothers and put Joseph in prison. Joseph wurde gesagt, du wirst mal über deine Brüder herrschen. Und was passierte? Er kam ins Gefängnis. When God starts working, everything goes wrong. Also wenn Gott anfängt zu wirken, dann läuft erstmal alles schief. When it goes right, it's you. When it goes right, it's you working. Wenn das klappt, dann nur, weil du jetzt gewirkt when hast. It goes wrong, it's God. Aber wenn es schief läuft, dann hat Gott gewirkt. Because we measure God based on our understanding. Denn wir messen Gott immer an unserem eigenen Verständnis. But we don't see the big picture. Aber wir sehen doch gar nicht das große and Bild. We don't understand what God does. Wir verstehen überhaupt nicht, was Gott vorhat. And we say, wow, it's getting worse. Und wir sagen, oh, was, es wird nur noch schlimmer. Therefore we need to act on faith. Und deswegen müssen wir im Glauben handeln. It was like circumcise all the men. Really, that's suicide. Das Kommando hieß, alle Männer sollen sich beschneiden lassen. Wirklich, das ist doch Selbstmord. We surely lose the battle. Wir können doch so die Schlacht nur verlieren. But you forget that the battle doesn't depend on your fighting. Aber du vergisst dabei, dass der Erfolg der Schlacht nicht von deinem Kämpfen bestimmt God doesn't wird. Want you to struggle with the battle. God doesn't want you to fight the battle. Gott möchte nicht, dass du deine Kraft in die Schlacht hinein bringst. Er möchte gar nicht, dass du kämpfst. Your battle is to seek God. Sondern dein Kampf ist, Gott zu suchen. His job is to fight your battle. Und seine Aufgabe ist, für dich zu kämpfen. Stop fighting your battles. Hören wir auf, unsere eigenen Kämpfe zu schlagen. He promised that he'll go ahead of you and fight for you. Er hat versprochen, dass er uns vorangeht und für uns kämpft. Your single problem is to seek God. Dein einziges Problem ist, dass du Gott suchst. And so, they all got circumcised. Und also ließen sie sich alle beschneiden. And Joshua knew that he cannot fight the battle in his power. Und Joshua wusste, dass er diese Schlacht nicht aus eigener Kraft gewinnen kann. And so he went in a place to pray. Also ging er und suchte sich einen Ort zum Beten. And to seek God's presence. Und um Gottes Gegenwart zu suchen. And while he was praying, a stranger comes that has a sword. Und während er dort betete, kam auf einmal ein Fremder mit einem Schwert. And Joshua says, are you with us or against us? Und Joshua sagt zu ihm, bist du für oder gegen uns? And the stranger says, neither. Und er sagt, weder noch. I'm here because you called me. Ich bin hier, weil du mich gerufen hast. I'm the captain of the army of the Lord. Ich bin der Befehlshaber der Herrscharen des Gottes. And Joshua fell down and says, what do you want me to do? Und Joseph fiel vor ihm nieder und sagte, was möchtest du, dass ich tue? And he says, take your shoes off. Und er sagte, zieh deine Schuhe aus. And so, we'll explain it. Und ich erkläre das noch. Jericho. Das ist Jericho. Was the city that was the key to the whole country. Das war die Schlüsselposition für das ganze Land. Was about 10 acres size. Wie viel ist ein Acre? Also es war etwa 10. That's around 4.5 hectares. Mhm. Okay, also etwa ein halber Hektar. Sagen wir mal, es waren so 5 Hektar etwa groß, diese Stadt. Doesn't matter. Anyway. Nicht so wichtig. Originally the name was Yarech. That was the goddess moon. Ursprünglich hieß diese Stadt Yare, das war der Name der Mondgöttin. Single place on earth where you can fly a jet under the sea level. Das ist der einzige Ort weltweit, wo man mit einem Jet unterhalb des Meeresspiegels because fliegen kann. 825 feet under the sea level. Denn das ist so fast vielleicht 280 Meter unterhalb des Meeresspiegels. Very strong city. Eine sehr starke Stadt, befestigt. The walls are 12 feet tall. Die Mauern waren etwa 4 Meter dick. 8 feet thick. Oder hoch, 4 Meter hoch und fast 3 Meter dick. Anybody has been there? War schon mal jemand dort? I've been there. Ich war dort. You don't see the city, it's gone. Man sieht natürlich von der Stadt nichts but mehr, you die see ist the weg. Ruins of the walls. Aber man kann noch die Ruinen der Mauern sehen. And it's impressive. Und die sind beeindruckend. They have rock. Die haben Fels, Steine. Wood. Holz. Rock. Stein. Steel. Stahl. Rock. Wood. Rock. Stein, Holz, Stein. Very strong. Sehr very stark. Thick. Sehr dick. And they had little homes in the walls. Und in den Mauern gibt es kleine Öffnungen. And they had some windows like V-shape in the walls. Also wie so eine Art Schießscharten mit V-Form. So you could shoot arrows from the walls. Und da konnten sie Pfeile durchschießen. And you could throw
hot tar from the walls down. Und man konnte heißen Teer von der Mauer herunterkippen. So it was impossible to destroy those walls. Also diese Mauern waren wirklich unzerstörbar, unmöglich. And God tells them, und Gott sagt ihnen, not to take any swords, not to take any weapons. Sie sollen keine Waffen, keine Schwerter in die Hand nehmen. And walk around the walls. Sondern einfach nur um die Mauern herumwandern. That's crazy. Das ist verrückt. That doesn't make any sense. Das macht doch keinen Sinn. They can throw rocks from the walls. Die können doch jetzt von den Mauern aus shoot arrows from the walls. Bewerfen mit Steinen, sie können uns beschießen mit Pfeilen. When God tells you to do something, you will never understand. Aber wenn Gott uns zu etwas auffordert, das verstehen wir nie. Stop trying to understand God. Hören wir auf zu versuchen, Gott zu verstehen. You cannot understand God unless you are God. Wir können Gott nicht verstehen, außer wir sind selber Gott. Learn to trust him and to obey in faith. Lernen wir, ihm zu vertrauen und im Glauben zu gehorchen. And so what happened? Was geschah? Joshua realized that he needs God's presence. Josua war klar, wir brauchen Gott unter uns. He cannot overcome in his own power. Aus eigener Kraft können wir das niemals überwinden. And so Joshua goes and prays. Also geht Josua hin und betet. And the stranger shows up. Und dann kommt dieser Fremde. Are you with us or against us? Bist du für uns oder gegen uns? I'm here because you call me. Ich bin hier, weil du mich gerufen hast. So, what was he doing, Joshua, there? Also, was war Josuas Absicht dort? How should you fight your battles? Wie sollen wir unsere Schlachten schlagen? You don't fight your battles by fighting your battles. Wir schlagen die Schlachten nicht, indem wir kämpfen. You fight your battles by seeking the Lord. Sondern wir schlagen sie, indem wir den Herrn suchen. Don't hurry to go in a, to solve your problems. Seid nicht so eilig, eure eigenen Probleme zu lösen. The best way is to first seek the Lord. Der beste Weg ist, zuerst Gott zu suchen. You need to seek God's presence before you fight your battles. Wir müssen erstmal in die Gegenwart Gottes gehen, bevor wir anfangen zu kämpfen. And God says, take your shoes off. Und Gott sagt zu ihm, zieh deine Schuhe aus. If I was Joshua, I would expect God to say, train your soldiers. Wenn ich Josua gewesen wäre, hätte ich erwartet, dass Gott sowas sagt wie, bild deine Soldaten aus. But he says, take your shoes off. Aber er sagt, zieh deine Schuhe aus. Why? Warum? You remember, long before God told Moses to take his shoes off. You remember? Erinnern wir uns daran, vor langer Zeit, Jahre vor dazu. If you go in the Jewish history and tradition, Gott hatte das Gleiche zu Mose gesagt, zieh deine Schuhe aus. If you go into the Jewish tradition, to take shoes off means that you humble yourself in servant position. Und nach jüdischer Tradition bedeutet das, dass man sich als Diener bekennt. People that had shoes had freedom and they made decisions. Die Leute, die was zu sagen hatten und Entscheidungen trafen, die hatten Schuhe an. To take your shoes off meant that you are a servant. Und wenn man die Schuhe auszieht, bedeutet das, ich bin ein Diener. When they went to the sanctuary, they took their shoes off. Wenn sie zum Heiligtum gingen, haben sie die Schuhe ausgezogen. That God is the master and they are the servants. Und sie haben bekannt damit, Gott ist der Meister und wir sind nur die Knechte. And they worshiped God. Und so haben sie Gott angebetet. God kind of said to Joshua, your battle is not to fight the battle. Gott hat also Josua hier gesagt, diese Schlacht ist nicht deine Verantwortung. Your battle is to realize that I am God. Deine Schlacht, deine Verantwortung ist, zu verstehen, dass ich Gott bin. And instead of focusing on your crisis, you need to focus on worshiping me. Und statt dass du dich auf diese Krise konzentrierst, musst du dich darauf konzentrieren, that's mich your battle. Anzubeten. Und das ist deine Kampf, the other battle dein Kampf. Is mine. Der andere Kampf, um den kümmere ich mich. Your battle is to focus to worship me. Dein Kampf ist, mich anzubeten. That's how you fight. So kämpfst du. Don't focus on the crisis. Konzentriere dich nicht auf die Krise. Focus on God. Sondern auf Gott. Don't look for help and for solutions. Such nicht irgendwie nach Lösungen. Look for God. Sondern such nach Gott. Worship God in the middle of your problem. Bete Gott an, mitten in deinen Problemen. They are not supposed to fight. They are not supposed to take weapons. They are supposed to call God's presence. Sie sollten gar nicht kämpfen. Sie sollten nicht in Waffen die Waffen tragen, sondern sie sollten Gottes Gegenwart suchen. They are supposed to blow the shofar. Wir sollen das Shofar blasen. He says they have to blow the trumpets. Also die Trompeten. But they had trumpets and shofar. Aber sie hatten eigentlich beides, also sowohl Shofar hören als auch. And they had several songs for the trumpets. Es gab bestimmte Lieder, die wurden auf der Trompete gespielt. And one song for the shofar. Und andere mit dem Shofar. And they blew the trumpets to call people to war, to call people to wedding, to call people to sanctuary and so on. Sie haben die Trompete geblasen, zum Beispiel als einen Ruf zum Krieg oder zum Heiligtum und so weiter. When I was in the army, I was the one playing the trumpet. Als ich in der Armee war, habe ich die Trompete geblasen. You don't need to translate. That's international. You know what that meant? Wisst ihr, was das bedeutet? Wake up! Aufwachen! At 5 a.m. I played that song. Um 5 Uhr früh habe ich das geblasen. Soldiers hated me. Und die Soldaten haben mich gehasst.
And then at noon I played the song to call them to eat. Und mittags habe ich dann die Trompete geblasen zum Essen. Loved me. Oh, da haben sie mich geliebt. There was a song for everything. Also für alles gab es ein Lied oder Signal. They had a song for everything. Ein Lied für alles. But that was the trumpet. Aber das war die Trompete. The shofar nobody played except the priests. Das Shofar haben nur die Priester geblasen. And the shofar was used to call God's presence. Und das Shofar sollte die Gegenwart Gottes herbeirufen. They played the shofar Friday night when Sabbath started to call God's presence. Das hat man am Freitagabend zu Sabbatgebet geblasen, damit Gott kommt. They played the shofar at Sinai to call God's presence. Sie haben das auch am Sinai geblasen, um die Gegenwart Gottes zu holen. And God told them now, you need to blow the shofar. You need to call God's presence. Und das hat Gott jetzt auch Josua gesagt, ihr müsst das Shofarhorn blasen, ihr braucht die Gegenwart Gottes. God didn't call you to fight your battles. God called you to call God's presence. Gott hat euch nicht gerufen, dass ihr die Schlacht hier gewinnt, sondern dass ihr die Gegenwart Gottes sucht. Because when God comes, nothing can stop him. Denn wenn Gott kommt, dann kann euch nichts mehr aufhalten. We don't miss programs, we don't miss money, we miss God's presence. Uns fehlt es nicht an Programmen oder an Geld, sondern an der Gegenwart Gottes. And so, secondly. Und zweitens. First, he started to seek God's presence instead of starting to fight. Erstens, es ging ihm nicht um den Kampf, sondern er hat die Gegenwart Gottes gesucht. Secondly. Zweitens. When he was praying, God was there. Als er betete, kam Gott. But he didn't recognize God. Are you with us or against us? Aber er hat ihn nicht erkannt. Er hat gefragt, bist du für oder gegen uns? Can it be that God is in the middle of your crisis? Kann es sein, dass Gott mitten in deiner Krise da ist? And you so much focus on the crisis that you don't recognize God in the crisis. Aber du starrst so sehr auf die Krise selbst, dass du gar nicht Gott erkennst. God was right there. Gott war direkt dort. And the disciples were sinking. Oh, there is storm. We are sinking. Aber die Jünger, die waren am Sinken und die sahen nur den Sturm. Oh, was machen wir? Jesus was in the boat sleeping. Aber Jesus war doch in dem Boot, er schlief. The boat would not have sunk with Jesus. Mit Jesus wäre das Boot niemals gesunken. But they were so focused on the storm that they forgot Jesus in the boat. Aber sie haben so sehr den Sturm gesehen, dass sie Jesus im Boot vergessen haben. Can it be that we so much focus on our problems that we forget that God is right there? Kann es sein, dass wir so mit unserem Problem beschäftigt sind, dass wir vergessen, dass Gott direkt da ist und dass er alles weiß, dass er sich um uns kümmert, dass er die Macht hat? Aber Josua hat Gott nicht erkannt. Er musste fragen, bist du für oder gegen uns? Kann es sein, dass Gott diese Krise zuließ? To show him dependence on God, to show him faith, to show him God's power, to teach him some lessons? Um ihm etwas zu zeigen, etwas zu lehren, nämlich dass er Gottes Kraft braucht, dass er sich völlig von Gott abhängig wissen muss. So what he saw as a crisis was in fact God working? Also das, was für ihn eigentlich eine Schwierigkeit und eine Krise war, war eigentlich Gott, der am Wirken war. So what you think that is a crisis, a problem against you, is actually God working for you? Also was du denkst, was für eine Schwierigkeit ist für dein Leben, eine Krise, ist eigentlich Gott, der gerade für dich wirkt. Our mind sees things so different. Aber in unserem menschlichen Gedanken nehmen wir alles so anders wahr. Jacob was fighting a stranger. Jakob kämpfte mit einem Fremden. He thought he's a thief. Und er dachte, das ist ein Räuber. And he was actually fighting God. Aber tatsächlich kämpft er mit Gott. Can it be that when you fight, you without realizing you actually fight God? Kann es sein, dass auch du am Kämpfen bist und du weißt gar nicht, dass du mit Gott kämpfst? You need to stop fighting. Wir müssen aufhören zu kämpfen. And you need to start seeking God and knowing God. Wir müssen damit anfangen, dass wir Gott suchen und ihn kennenlernen. Do you see what God allows for your benefit as a crisis against you? Kann es sein, dass du in einer Krise steckst und dass Gott das aber zu deinem Nutzen, zu deinem Besten zugelassen hat? Remember, all things work together for the benefit of those who love the Lord. Denken wir daran, alles muss zum Besten denen dienen, die Gott lieben. You are not called to fight your battles. You are called to seek the Lord. God fights your battles. Deine Berufung ist nicht, die Schlachten zu schlagen. And if God is for us, who can be against us? Das wird Gott für dich tun. Und wenn er für dich ist, wer kann gegen dich sein? You know why we worry so much? Wisst ihr, warum wir uns so viel sorgen? Because we don't know God. Weil wir Gott so schlecht kennen. And we don't trust his word and his promises. Und wir vertrauen seinen Verheißungen nicht. So, God says, you are never alone. Also Gott sagt, du bist nie allein. When you go through fire, I will be with you. Wenn du kämpfen gehst, dann bin ich dabei. God doesn't say, if you go through fire, you will go through fire. It's okay, er sagt nicht, wenn du kämpfen wirst, sondern du wirst kämpfen. He says, when you go through fire,
You are not alone. I will be with you. Und dann im Kampf wirst du nicht allein sein, ich werde bei euch sein. The reason we struggle is because we forget that God is with us. Und das ist unser Kampf. Wir vergessen so schnell, dass Gott bei uns ist. Basically, God says, in peace will be their salvation. Also, God says, keep him in perfect peace, he whose eyes are fixed on you. Eigentlich sagt Gott, in der Stille, im Frieden, da ist das Heil. Und Gott sagt auch, derjenige, der auf mich vertraut, oder der auf dich vertraut, so sagt es der Psalmist, we don't have peace because we don't fix our mind and our eyes on him. Dem erhältst du den vollkommenen inneren Frieden. We fix our minds on problems. Aber dieser Friede geht uns so schnell verloren, weil wir immer auf die Probleme starren. We talk about problems instead of talking about God. Wir reden dann auch viel über Probleme, statt dass wir über Gott reden. So, Joshua realized that God was in the middle of his problem. Also Josua wusste, aha, Gott ist da, er wird meine Probleme lösen. And then Joshua said, okay, let's make a plan. Okay, und dann sagte Josua, gut, machen wir einen Plan. We are going to have a board meeting. Wir machen jetzt einen Ausschuss. And we are going to plan what we need to take over the city. Und dann werden wir einen schönen Plan machen, wie wir diese Stadt einnehmen. Stop making plans. Nein, das tat er nicht. Und auch wir sollten nicht diese Pläne learn machen. To surrender your plans to God. Sondern übergeben wir alle unsere Pläne Gott. To be ready to fulfill them or to give them up. Und so wie er es zeigt, sollten wir sie dann whatever he decides. Umsetzen oder aufgeben. And to seek his plan, because his plan is better than your plan. Und dann sollten wir auf jeden Fall seine Pläne suchen, denn die sind viel besser als unsere. The problem is that we ask God for his plan, but then we act. We don't wait for the Lord to work. Das Problem ist auch oft, dass wir Gott um seine Pläne bitten, aber dann sind wir ungeduldig und wir fangen einfach an zu arbeiten. And so Joshua seeks God's plan, God's strategy. Also Josua möchte gerne Gottes Plan erfahren, seine Strategie. Instead of making a plan in his wisdom, he seeks God's plan. Er möchte nicht aus eigener Weisheit was planen, sondern er sucht Gott. It is not the capabilities that you have that will give you success. It is only what the Lord can do for you. Ellen White sagt hier, Christ Object Lessons, es sind nicht deine Fähigkeiten, die du jetzt besitzt oder die du je besitzen wirst, die dir Erfolg versprechen, sondern nur das, was der Herr für dich tun kann. And so, God says to him, I have delivered Jericho. That's past tense. I have done it already. Und dann sagt Gott ihm, ich habe Jericho in deine Hand gegeben. Das ist Vergangenheitsform. Er hat es bereits getan. God didn't. Joshua was still before the walls. The walls were there. Aber es war noch nicht wirklich geschehen, denn Josua sah das ja, die Mauern waren noch da. Problems as impossible. Wir schauen die Probleme an und denken, das ist unlösbar. God sees the end from the beginning. Aber Gott weiß schon, he was... Says, stop stressing. That's solved. Gott sieht das Ende schon und er sagt, mach dir keinen Stress, mach dir keine Sorgen. Therefore you need to learn to trust God. Deswegen müssen wir Gott vertrauen lernen. And God says, this is what you should do. Und Gott sagt, mach Folgendes. Walk around the city and be quiet. Ihr seid ganz still und ihr umkreist die Stadt. Ihr lauft rum. Tell me, explain me, what is that the strategy in walking around the city? Und jetzt erklärt mir mal, was ist das für eine Strategie? There is no strategy. Da ist keine Strategie. It's crazy. Das ist einfach nur verrückt. Remember, when your plan makes sense, it's your plan. Und denken wir daran, wenn dein Plan sinnvoll aussieht, dann ist es dein Plan. Because when it's God's plan, it's always crazy. Denn wenn es Gottes Plan ist, dann sieht er immer verrückt aus. If it's not crazy, it's not God's plan. Wenn es nicht verrückt aussieht, dann ist es nicht von Gott. It must be crazy. Es muss irgendwie sinnlos aussehen. Otherwise, it's not God's plan. Sonst kommt es nicht von Gott. When God told Noah to build an ark, wasn't that crazy? Als Gott Noah sagte, baue eine Arche, war das nicht verrückt? Am I right? Habe ich nicht recht? When God sent Moses 40 years in the wilderness, wasn't that crazy? Als Gott Mose 40 Jahre lang in die Wüste schickte, war das Would nicht you verrückt? Want to be Moses? Wer hätte gerne an Moses Stelle? When God put Daniel a slave in Babylon, wasn't that crazy? Und war das nicht verrückt, als Gott Daniel als Sklaven nach Babylon geschickt hat? Put Joseph in the prison. Wasn't that crazy? Und Josef ins Gefängnis gewandert ist, war das nicht verrückt? Doesn't make any sense. Das macht doch keinen Sinn. Your plans make sense. Deine Pläne machen Sinn. But God's wisdom is foolishness for us. Aber Gottes Pläne sehen in unseren Augen töricht our wisdom aus. Is foolishness for God. Aber unsere Pläne sind töricht in Gottes Augen. That's the reason we should not make our plans. Und deswegen sollten wir nicht eigene Pläne machen. Rather learn to know God in order to trust God. Sondern wir sollten Gott kennenlernen, damit wir ihm vertrauen lernen. Don't look for understanding. Also, It is by faith. Bemüht euch nicht um Logik. Es geschieht durch Glauben.
If you don't obey the nonsense that God tells you, you will never get victory. Wenn etwas unlogisch und unverständlich ist und ihr das nicht tut, was Gott euch sagt, dann werdet ihr niemals den Sieg erringen. Throw the handle of the axon on the water. That doesn't make any sense. Also, wenn der Kopf einer Angst ins Wasser fliegt, dann macht das keinen Sinn. God's plans don't make much sense. Das ist ein komischer Plan. And so they did. They walked around Jericho first day, they walked around Jericho seven day, a second day, third day, fourth day, fifth day. Aber sie haben gehorcht. Sie sind um die Stadt herumgelaufen am ersten Tag und am zweiten und dritten und so weiter. Now, you do what God says today, you do what God says tomorrow and you think, oh, I learned the drill, I know what to do. Also, du tust heute Gottes Willen und morgen tust du auch Gottes Willen und dann denkst du irgendwann, so, jetzt habe ich es gelernt, ich weiß, was zu tun ist. So you can say, the seventh day I'm going to walk around Jericho again. Und dann sagst du dir, am siebten Tag werde ich wieder um Jericho laufen. But God says, no, seven day you walk seven times. Aber dann sagt Gott auf einmal, nein, da läufst du siebenmal rum. What's the purpose? Warum das denn? You walked first day and nothing happened. Am ersten Tag ist you nichts passiert. Second day, am zweiten Tag happened. Einmal rumwandern. You would expect that the walls get shorter every day. You would expect the walls to get shorter every day. Also nichts passiert. Irgendwie hätten wir doch gedacht, dass jeden Tag so ein bisschen die Mauern kleiner werden. Why keep walking if nothing happens? Also warum laufen wir ständig rum und nichts passiert? Pastor, I have been praying and reading and nothing happens. Lieber Prediger, ich habe gebetet und immer wieder und nichts passiert. Stop looking for results. Jetzt schau nicht nach der Wirkung. Just look for God and obey. Schau einfach auf Gott und gehorche. Don't expect something to happen. Erwarte nicht, dass gleich was passiert. That's not your call. Das ist nicht deine Aufgabe. What happens is God's call. Es ist Gottes Aufgabe, your dass was passiert. Is to trust and obey. Deine Aufgabe ist, zu vertrauen und zu gehorchen. Then God can work. Und dann wird Gott wirken. Naaman. He got in Jordan one time. Er hat sich einmal getaucht in den Jordan. He still had leper. Hat er immer noch Aussatz. He got second time. Zweites Mal. He still had leper. Immer noch Aussatz. What's the point to get seven times? Ja, warum soll ich das siebenmal machen? Stop asking God for logics. Damit du lernst, dass Gott nicht nach Logik handelt. So they say, okay, we walked 6 days. Und sie sagen, okay, wir nothing sind happened. Sechsmal drumherum gewandert, nichts ist passiert. Now we know the drill. We are going to walk again. Und tomorrow. Jetzt wissen wir, wie das Ganze läuft. Und morgen laufen wir wieder. But God says, no, tomorrow you walk seven times. Und Gott sagt, nein, morgen wird es siebenmal geschehen. Don't assume that what you did today, God would want you to do tomorrow. Also geht nicht davon aus, dass das, was ihr heute gemacht habt, tomorrow you need to seek his plan again. Gott auch morgen von euch erwartet. Ihr müsst the jeden plan Tag, of today is not good for tomorrow. Der Plan für heute ist möglicherweise nicht gut genug für morgen. As the food of today is not good for tomorrow. Und the food. The food for today doesn't feed you tomorrow. Genau. Was wir heute essen, das gibt uns morgen keine Kraft. You need to seek God's plan every day because it may be different tomorrow. Also wir müssen jeden Tag nach Gottes Willen und nach seinem Plan the fragen. The relationship of today is not enough for tomorrow. Denn das kann jeden Tag unterschiedlich sein. You need to seek relationship tomorrow again. Und wir brauchen jeden Tag auch neue Beziehung mit Gott. You need to be continually connected, continually dependent. That means to walk with God. Wir müssen ständig verbunden sein, jeden Tag, und das bedeutet das Leben mit Gott. So God says, tomorrow you walk seven times. Also sagt Gott, morgen wandert ihr siebenmal rum. Now they walked seven times tomorrow, nothing happened. Und sie haben das siebenmal gemacht. And then they blew the shofar, you remember? Und nichts ist passiert. Und dann haben sie in das Schofarhorn geblasen. When they blew the shofar, und als sie das Schofarhorn bliesen, the walls came down. Fielen die Mauern ein. Now you may think that God gave them victory. Nun, wir denken vielleicht, Gott hat ihnen den Sieg geschenkt. But it's not about God giving you victory. Aber es geht nicht darum, dass Gott uns den Sieg schenkt. It's about God getting victory. God getting his victory. I didn't. What is it not about? We ask God to give us victory. Okay. Also wir bitten Gott, dass er uns den Sieg gibt. But we forget that this is the great controversy. Aber wir vergessen, dass es hier um einen großen Kampf geht. So instead of asking God to give you victory in your battles, you need to ask God that he gets victory in his battles. Okay, es geht nicht darum, dass Gott uns den Sieg schenkt in unseren Kämpfen, sondern wir müssen Gott darum bitten, dass er für uns in seinen Kämpfen siegt. Because this war is bigger than you. Denn in diesem Krieg geht es um viel mehr als uns. It's about God and Satan. Es ist viel größer, es geht um Gott und Satan. And you think it's all about you? Wir denken immer, es geht alles um uns. It's not about you, it's about God's Nein, character. Es ist nicht, God's love. Nicht wir sind im Mittelpunkt, God's sondern Gottes Charakter, seine Liebe, God's honor. Seine Ehre. He will work because of him. Er wird wirken um seines Namens willen. And so instead of trying
to ask God to give you victory in your battle. You need to try to ask God that he would use you so he gets victory in his battle. Also wir sollten nicht darum bitten, dass Gott unsere Kämpfe erfolgreich macht und für uns siegt, sondern wir müssen Gott bitten, dass er uns gebraucht, dass er in seinen Kämpfen siegreich ist. Therefore you should not use your methods so people could say that you did it. Also sollten wir nicht unsere eigenen Methoden gebrauchen, damit die Leute das sehen und sagen, aha, er hat es geschafft. You need to use God's methods, so everybody knows that God was there. Sondern wir müssen Gottes Methoden gebrauchen, damit jeder sehen kann, aha, Gott war dabei. Nobody can take credit for it. Und niemand kann sich dafür Lorbeeren anstecken. Because your battle is actually God's battle. Denn es ist gar nicht dein Kampf, sondern es ist Gottes Kampf. So instead of you assigning God a seat in your army, God needs to assign you a seat in his army. Also statt dass wir Gott einen Platz einräumen in unserer Armee, müssen wir ein Soldat werden in der Armee Gottes. Instead of you asking God to fight your battles, you need to learn to fight God's battles. Wir sollten nicht Gott darum bitten, dass er unsere Schlachten schlägt, sondern wir müssen lernen, dass wir Gottes Schlachten schlagen. It's not about you. Es geht nicht um uns. It's about God. Es geht um Gott. You need to forget you. Wir müssen uns selbst vergessen. And focus on God. Und auf Gott schauen. When you pray, you need to say, Lord, doesn't matter what happens to me. Wenn ihr betet, dann sollen wir sagen, Herr, es spielt keine Rolle, was mit mir geschieht. I have this challenge. Ich habe diese Herausforderung. I have this battle. Ich habe diesen Kampf. Do not work in my favor. Aber wirke jetzt nicht mir zugunsten. Work whatever may honor you and give you victory. Sondern wirke das, was immer dir die Ehre gibt und dir den Sieg verschafft. Doesn't matter what happens to me. Ist egal, was mit mir geschieht. If I live or die is not important. Und selbst wenn ich sterbe, egal. Do whatever would honor you. Sondern tue, was immer dich ehrt. Do whatever will give you victory. Was immer dir den Sieg verschafft. That's spiritual maturity. Und das ist geistliche Reife. When you surrender self and say, it doesn't matter me. Wenn wir uns so übergeben, dass wir sagen, ich bin unwichtig. He shall increase and I shall decrease. Er muss zunehmen, ich soll abnehmen. If I live, I live for him. Wenn ich lebe, lebe ich für ihn. And if I die, I die for him. Wenn ich sterbe, sterbe ich für ihn. For me to live is to work for Christ, and for to die it's a gain. Zu leben bedeutet für mich, für Christus zu leben, und zu sterben bedeutet für mich Gewinn. Lord, doesn't matter what happens to me. I am not asking you to solve my problem. I am asking you to work in a way that you solve your problem. Herr, es geht nicht um mich. Ich möchte nicht bitten, dass du meine Probleme löst, sondern ich bitte dich, dass du so wirkst, dass deine Probleme gelöst werden. God loves those Christians. Und diese Christen liebt Gott. Sure, he loves the other one too. Natürlich liebt er auch die anderen. But he is honored when we forget self and put God first. Aber wenn wir unser Selbst vergessen, wenn wir Gott an erste Stelle setzen, das ehrt ihn. We put self first. In unseren Gebeten sind wir so oft selber im Mittelpunkt. God wants us to learn to put him first. Gott möchte, dass wir lernen, dass wir ihn in den Mittelpunkt bringen. They allowed God to work in his way, so God would show up in front of the nations. Sie haben zugelassen, dass Gott auf seine Weise wirken konnte, sodass er sich vor alle Nationen präsentieren konnte. God told him, take your shoes off. Gott sagte ihm, zieh deine Schuhe aus. Because this is holy ground. Denn das ist heiliger Boden. Did it ever cross your mind that your battles are holy ground? Ja, ist dir jeder Gedanke gekommen, dass deine Schlachten auf einem heiligen Boden stattfinden? Your problems, your crises don't happen by chance. They are holy ground. Deine Probleme, deine Schwierigkeiten, das sind nicht einfach Zufälle. Das ist heiliger Boden. By your prayers and by your behavior, your battles can honor God or dishonor God. Und durch deine Gebete oder dein Verhalten kann entweder Gott in diesen Schlachten geehrt werden oder verunehrt werden. How you behave in crisis may honor or dishonor God. Wie du dich verhältst in einer Krise, kann zu Gottes Ehre sein oder zur Unehre. Every crisis, it's holy ground. Jede Krise ist ein heiliger Boden. Is not God trying to kill you? Is God trying to make you? Gott versucht nicht dich umzubringen, sondern Gott versucht dich zu. It's not for you to worry. It's for you to worship. Dich zu gestalten. Es geht nicht darum, dass du dir Sorgen machst, sondern dass du anbetest. Your crisis is an opportunity. Deine Krise ist eine Gelegenheit. Your crisis is a sanctuary. Deine Krise ist ein Heiligtum. Your problem is a sanctuary. Dein Problem ist ein Heiligtum. Sanctuary is not one day a week Sabbath in the church. Ein Heiligtum bedeutet nicht ein. Sanctuary is in every crisis every day. Das ist nicht der Gottesdienstraum einmal in der Woche, sondern das Heiligtum ist überall jeden Tag. You can listen 1000 sermons and never change. Du kannst 1000 Predigten hören und dich nie verändern. And you change more in a crisis. Aber in einer Krise veränderst du dich. You change more when you are in hospital. Da veränderst du dich, wenn du im Krankenhaus liegst. You change more when you lose a job. Oder wenn du deine Arbeit verlierst. Every crisis is a sanctuary that you need to take your shoes off and focus on God and worship God. Jede Krise ist ein Heiligtum und da müssen wir unsere Schuhe ausziehen und auf Gott schauen und ihn anbeten. Because it's not about you or the crisis, it's about God. Denn es geht hier gar nicht um dich oder um eine Problem und Krise, es geht um Gott. God working for you. Wirkt Gott für dich? And so let's finish. Okay, schließen wir das ab.
Let's. If you are giving yourself to God to serve Him and do His work, you have no need to be anxious for tomorrow. Wenn du dich selbst Gott übergeben hast, ihm zu dienen, seinem Werk zu tun, dann gibt es keinen Grund, besorgt zu sein wegen morgen. He will care for you. Er wird sich um dich kümmern. So, I'm gonna jump a little. Ich springe ein bisschen weiter. Joshua was ready to fight the stranger. Josua war bereit, den Kampf zu kämpfen. Before he even knew who is the stranger. Also mit diesem, er war bereit, mit diesem Fremden zu kämpfen, bevor er wusste, wer das ist. People do. Right away, they jump to fight. Und so machen wir Menschen es oft. Wir springen auf und wollen sofort kämpfen. Before they even get the facts straight. Bevor wir überhaupt verstehen, worum es hier geht. You don't even know who you fight and you start fighting. Wir wissen nicht mal, wer da vor uns steht, aber wir wollen gleich kämpfen. Slow down. Ruhig. Pray about it. Bete darum. I've seen people in church, they fight and then they ask, what happened? Ich habe Leute in der Gemeinde gesehen, Geschwister, die fangen an zu kämpfen und hinterher überlegen sie sich, was ist da passiert? Was don't, ist los? Don't hurry to fight. Also, wir sollen nicht in den Kampf eilen. Seek God. Put him first. Suchen wir zuerst Gott. Anyway, let's try to finish. Aber versuchen wir das abzuschließen. Every battle is crucial. Before you can go against Jericho, you must have an encounter with God. Jede einzelne Schlacht ist entscheidend. Und bevor wir gegen Jericho vorgehen können, müssen wir Gott begegnen. You need to take your shoes off before any battle. Bevor wir irgendwie kämpfen, müssen wir unsere Schuhe ausgezogen Your battle haben. Is not a crisis, it's an opportunity. Und diese Schlacht ist keine Krise, es ist eine Gelegenheit. When we take in our hands the management of our problems and depend on our wisdom, we are taking a burden that God never gave us and we make ourselves gods. Adam White sagt hier, wenn wir versuchen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und uns auf unsere eigene Weisheit verlassen, dann nehmen wir eine Last auf uns, die Gott uns nie zugedacht hat. But when we believe that God loves us, then we trust in him. Aber wenn wir glauben, dass Gott uns liebt, dann vertrauen wir ihm. Then we have peace. Dann haben wir Frieden. Let's move on. Gehen wir weiter. Now I want you to get the end of this story. Nun, gehen wir zum Ende der Geschichte. The victory of tomorrow depends on the relationship of today. Der Sieg von morgen hängt ab von der Beziehung heute. You will never see the walls coming down before you see Jesus. The what coming down? The walls coming down, the problems. Ah. Wir werden nie erleben, dass die Mauern einstürzen, bevor wir nicht Jesus begegnet sind. So, this is what happens. Folgendes geschieht. Okay. It says, God told him, when you get to the walls, blow the trumpet and then shout of joy. Also wir lesen dabei, Gott sagte ihm, wenn du ihr siebenmal rumgezogen seid, und dann blast ihr in die Posaune und dann sollt ihr einen Siegesjubelschrei anstimmen. Shout of victory. Ein Siegesschrei. Let me ask you, did they have to shout after the walls came down or before the walls came down? Jetzt Frage, wann kam dieser Siegesschrei? Vor dem Mauerfall oder nach dem Mauerfall? It is easy to rejoice after your problem is solved. Es ist ziemlich leicht zu jubeln, nachdem die Probleme gelöst sind. But God wants you to rejoice before the problem is solved. Aber Gott möchte, dass du dich freust und jubelst, bevor die Probleme Because gelöst sind. Because faith is not when you rejoice after the problem is solved. Denn faith is when you trust the Lord to praise him before you see the solution. Denn wenn das Problem schon gelöst ist, dann brauchst du keinen Glauben mehr, um dich zu freuen, sondern der Glaube lobt Gott noch, wenn das Problem da ist. Rejoice always, and again I say rejoice. Freut euch alle Zeit und noch rejoice wieder. In all things. Und wiederum sage ich, Give thanks freut to the Lord euch. For all things. Freut euch über alles. Dank Gott für alles. You need to know him so much, to trust him so much, to rejoice before you know the solution. Wir müssen ihn so gut kennen und ihm so sehr vertrauen, dass wir jubeln, noch bevor wir die Lösung sehen. Before you get victory. Bevor der Sieg kommt. You look to the walls. Wir sehen die Mauern. You look to the giants. Wir sehen die Riesen. And you say yes. Und wir sagen ja. I'm victorious. Ich bin der Sieger. And people say he lost his mind. Und die Leute sagen, jetzt ist er durchgedreht. You still have a problem? Du hast doch noch immer das Problem. Why are you happy? Warum freust du dich? I'm happy because I know my Lord. Ich bin glücklich, weil ich meinen Herrn kenne. I don't need to see a solution to be happy. I need to see him to be happy. Ich muss nicht die Lösung sehen, um glücklich zu sein. Ich muss nur ihn sehen, um glücklich zu you sein. You see, Christians rejoice before the problem is solved. Wisst ihr, ein Christ, der jubelt noch, bevor das Problem gelöst ist. It's easy to shout after the walls collapse. Es ist ziemlich einfach zu jubeln, zu schreien, nachdem die Mauern heruntergekommen sind. God wants you to shout before the walls. Gott möchte, dass du vorher jubelst. Don't look to the walls. Schau Don't nicht. Talk about the walls. Schau. Don't let your heart be troubled. Schau nicht auf die Mauern, rede nicht über die Mauern, mach dir keine Sorgen. Talk faith. Sing faith. Rede den Glauben. Rejoice in faith. Denke Glauben. Jubel im Glauben. That's gonna give you joy and peace. Und das wird dir Freude und Frieden and schenken. Gonna let God work. Und das gibt Gott Gelegenheit zu wirken. Get in front of your problems and shout of victory.
Geh deinen Problem sozusagen voraus und juble schon im Sieg. And so, what happens? Und was geschieht? It is your faith that allows God to work. Es ist dein Glaube, der Gott erlaubt zu wirken. Joshua told them to scream of joy as they already had victory before they had victory. Also diese Anweisung hat Gott Josua seiner Armee gegeben, dass sie dieses Jubel-Siegesgeschrei anstimmen, als sie noch gar nicht gesiegt hatten. Listen carefully. Jetzt hört gut zu. Jericho was destroyed. Jericho wurde zerstört. And was never built again. Und es wurde nie wieder aufgebaut. The problems that you have right now, die Probleme, die du jetzt gerade hast, they will disappear. Die werden verschwinden. They will never come back. Und sie werden nie zurückkommen. When you make plans, you will suffer loss. Wenn du selber Pläne machst, wirst du Niederlagen haben. When you follow God's plan, wenn du Gottes Plan folgst, you get complete victory and complete deliverance. Wirst du einen vollständigen Sieg und vollständige Befreiung erfahren. No casualties. Ohne Tote. Not one from Israel died. Nicht einer wird dabei sterben. Jericho was not half destroyed, it was completely destroyed. Jericho wurde nicht nur halb zerstört, sondern vollständig. When you follow God's plan, wenn du Gottes Plan folgst, dann wird das Problem, die Probleme von heute werden verschwinden, du wirst sie nie wiedersehen. 10 years down the road, 10 Jahre später, you'll go there and Jericho will be no more. Wirst du dort wieder hingehen und du wirst nichts von Jericho sehen. Looking to Jericho, look also in the future. Schau nicht einfach auf Jericho, hör auf damit, schau in die Zukunft. Put your eyes on the final day. Schau auf den letzten Tag. Not on the battle of today. Nicht auf die Schlachten von heute. Because Jericho will never be there again. Denn Jericho wirst du nie wiedersehen. When God delivers, he delivers completely. Wenn Gott Freiheit schenkt, dann schenkt er völlige Freiheit. Therefore, you need to shout of victory. Und deswegen solltest du schon jetzt vor Jubel, you need to know your God. Ja, Jubelgeschrei, Siegesgeschrei, never allow yourself to talk in anstimmen. Hopeless way. Wir müssen Gott kennen. Und sie sagt hier, by looking to the problems, you lose faith. Lass nie zu, dass du hoffnungslos talk as your faith is invincible. Dann wirst du viel verlieren. Look, rede so, als sei dein Glaube unbesiegbar. Look up, look to heaven. Schau zum Himmel. Look to him. Schau zu ihm. So, we finished. Also, jetzt sind wir durch. Want to give you a story and then I finish. Ich möchte mit einer Geschichte schließen. Do you know Louisa Steed? Have you read the story of Louisa Steed? Kennt ihr die Geschichte von Lisa Steele? They emigrated to United States in 1920s. In den 1920ern sind sie eingewandert in den USA. And they were very poor. Sie waren sehr arm. It took them several months until her husband found a job. Einige Monate lang dauerte es, bis der Ehemann einen Job fand. And they had no money for food. Sie hatten kein Geld zum Finally Essen. Finally they got an apartment. Und schließlich fanden sie irgendwo eine Wohnung. And they had a little girl, 3 years old. Und sie hatten eine kleine 3-jährige Tochter. And they worked and worked and worked and worked and worked. Und sie arbeiteten und arbeiteten. And eventually they took a vacation. Und irgendwann mal hatten sie einen Urlaub. They went down to South Carolina. Dann gingen sie nach South Carolina. To spend a weekend at the beach. Und waren eine Woche am Strand. While being there at South Carolina. Und in dieser Zeit. The waves were big. Da gab's hohe Wellen. And he saw a small child drowning in the water. Und er sah, dass ein kleines Kind im Wasser am Ertrinken war. And he went there to save the child. Und er ging hinein, um das Kind zu retten. And the water took them both and killed the child and Louisa's husband. Und das Wasser hat sie beide erfasst und der Ehemann und das Kind starben. So she went home without a husband. Und jetzt ging sie nach Hause und hatte keinen Mann mehr. But she didn't have a job. He had a job. Aber sie hatte keine Arbeit gehabt, so das war she seine. No husband, no job. Seine Arbeit, also no sie money. War jetzt ohne Job, ohne Geld, ohne Mann. And it was winter. Und es war Winter. And she had a 3-year-old baby. Sie hatte ein 3-jähriges Kind. And so she had no food. Also sie hatte nichts zu essen. And she had no money to pay the apartment. Aber sie konnte auch die Miete nicht bezahlen. And so she started to sleep in the Central Park in New York. Und jetzt fing sie an, im Central Park in New York zu schlafen. On a bench. Auf einer Bank. And it was cold. Und es war kalt. And in the night she would take the baby in her arms to warm up the baby. Und nachts hat sie das Baby in ihre Arme genommen, um es aufzuwärmen. What would you do if you were her? Was hättest du an ihrer Stelle getan? You lose your spouse. Der Ehemann ist weg. You lose your apartment. Keine Wohnung mehr. You have no job. Kein Job. It's cold. Es ist kalt. You have no food. Kein Essen. You pray and doesn't seem that God would answer. Du betest, aber Gott scheint nichts zu tun. That's when God fights for you if you fix your eyes on him, not on the problem. Das sind die Situationen, wenn Gott für dich kämpfen wird, wenn du nicht auf die Probleme schaust, sondern auf if ihn. You seek him, not his blessings. Wenn du ihn suchst und nicht seinen Segen. If you learn
To seek God's interest, not your interest. Wenn du lernst, nach dem Interesse Gottes zu fragen, nicht nach deinen Interessen. She says in her book that she started to pray. Und sie beschreibt dann in ihrem Buch, dass sie anfing zu beten. But not for her. Not for her. Aber nicht für sich. She said, Lord, you know my situation. Sie sagt, Herr, du kennst meine Situation. And you love me. Und du liebst mich. And I know that as I love my baby, so much you love me even more. Und ich weiß, dass so wie ich mein Kind liebe, du liebst mich noch viel mehr. She was praying faith. She was not praying whining, complaining prayers. Also sie betete im Glauben, das war kein Jammern und Klagen. She said, you gave Jesus for me. I know you love me. Sie sagte, ich weiß, dass du mich liebst, du hast deinen Sohn für mich gegeben. If you allow it, you must have a purpose. Und wenn du das hier zulässt, hast du einen Plan. If my suffering can serve you, let me suffer. Und wenn mein Leiden dir dienen kann, dann will ich leiden. If my suffering serves you, let me serve. Use me. Und wenn mein Leiden dir irgendwie dienen kann, dann möchte ich eine Dienerin sein. Gebrauche mich. Said, I don't know what's gonna happen to me. Und sie sagte, ich weiß nicht, was mir geschehen wird. I don't have a solution. Ich habe auch keine Lösung. But I know you. Aber ich kenne dich. And I trust in you. Ich vertraue dir. And she repeated again, I trust in you. I trust in you. Und sie hat immer wieder gesagt, ich vertraue dir. Ich vertraue and she wrote dir. A song. Und sie schrieb ein Lied. It is so sweet to trust in Jesus. It is so sweet to trust in Jesus. Es ist so schön, Jesus zu vertrauen. She didn't trust in Jesus when she had money. She trusted in Jesus when she had nothing. Sie hat Jesus auch vertraut, als sie Geld hatte, aber als sie nichts hatte, ebenso. And she prayed him when she had nothing. Und sie hat zu ihm gebetet, als sie nichts hatte. And she was singing the song. Und jetzt sang sie dieses Lied. And the rich man walked by. Und ein reicher Mann ging vorbei. And he said to her, you must be really happy and really blessed if you sing so much. Und er sagte, du musst wirklich sehr glücklich und sehr freudig sein, wenn du so viel singst. And she said, I'm happy and blessed. Ja, und sie sagte, ja, ich bin glücklich und ich bin sehr gesegnet. How much money do you make that you are so blessed? Und er fragte sie, naja, wie viel verdienst du denn, dass du so gesegnet bist? We connect things with blessings. Ja, also wir denken bei Segen immer an Dinge. And she says, I make no money. Und sie sagt, ich verdiene gar nichts. Oh, you have properties? Oh, You have properties? Oh, dann haben sie wahrscheinlich and she says, Besitz. I have no property. Oder Grundstücke, ja, Immobilien. Und sie sagte, nein, ich habe nichts. Why do you sing? Ja, warum singen sie dann? Because I know God. Weil ich Gott kenne. And I trust in him. Und ich vertraue ihm. With all my heart. Von ganzem Herzen. He says, why are you here on the bench? Er sagte, warum it's sind cold. Sie hier in der Kälte auf der Bank? She says, I don't have an apartment. Sie sagte, ich habe keine Wohnung. He says, where do you work? Er sagt, wo arbeiten Sie? I don't have a job. Ich habe keinen Job. What do you eat? Was essen Sie denn? I don't have food. Ich habe kein Essen. Why do you sing? Warum singen Sie? Because I know my God and I know that nothing happens by chance. Weil ich meinen Gott kenne und weil ich weiß, nichts ist Zufall. I don't understand what he is doing. Ich verstehe nicht, was er jetzt gerade macht. But I don't need to. Aber das muss ich auch nicht. I know that he is working. Ich weiß, dass er wirkt. So I praise him for what he is about to do before he does it. Also lobe ich ihn für das, was er tun wird, bevor er es tut. The guy was so moved. Und dieser Mensch war so. He's the guy who owned all the railroad, all the trains in the US. Er war so bewegt und es war der Besitzer aller Eisenbahnlinien in den USA. He took her home and gave her a job. Er nahm sie mit nach Hause und gab ihr eine Arbeit. And he was so impressed with her honesty. Und er war so beeindruckt von ihrer Ehrlichkeit, that within 2 years he put her the head of all his properties. Dass er innerhalb von 2 Jahren sie zur Verwalterin gemacht hat von seinem gesamten Besitz. And she used the time to preach to him and explain him about God. Und sie hat ihm oft von Gott erzählt und gepredigt. After 2 years she had everything. Nach 2 Jahren hatte sie alles. She could retire. Da hätte sie in Ruhe. He said to her, "Are you going to retire?" Sie hätte in Ruhestand gehen können. Er fragte sie dann, willst du jetzt in Pension gehen? Und sie sagte, Gott hat mir diese Dinge nicht für mich gegeben. God called us to serve because Jesus came to serve. Gott hat uns zum Dienst berufen, denn auch Jesus kam zum Dienen. She took all the money, went to Africa. Sie nahm das ganze Geld und ging nach Afrika. And she built orphanages. Und hat dort Waisenheime gebildet. And schools. Und Schulen. And she wrote there the book and she says, the greatest blessing is to keep your eyes on Jesus and to serve Jesus. Und sie schreibt dies in ihrem Buch, dass sie sagt, der größte Segen ist, wenn wir unsere Augen auf Jesus gerichtet haben und ihm dienen. And she says, God, when you serve him, he will fight for you. Und sie sagt, wenn du Gott dienst, dann wird er für dich kämpfen. The battle belongs to the Lord. Der Kampf ist des Herrn.